Die Aktivitäten. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte zunächst auch die Gelegenheit wahrnehmen, mindestens für meine Arbeitsgruppe innen, aber ich bin mir auch sehr sicher für die gesamte Fraktion von CDU und CSU, ganz herzlich Dank zu sagen für die gute Zusammenarbeit, die wir mit dir, lieber Burkhardt, ich sage das auch durchaus so, genossen haben. Ja, das kann man sagen. Wir haben das wirklich genossen. Und es war sachlich und fachlich ein Genuss, mit dir zusammenzuarbeiten. Und wir haben uns über manche Dinge gestritten. Wir waren in vielen Punkten auch ganz unterschiedlicher Auffassung. Aber völlig unbeschadet dessen war es vor allen Dingen menschlich, charakterlich und sonst in jeder Hinsicht mit dir eine wirklich angenehme Veranstaltung. Du warst in jeder Zeit zuverlässig, verlässlich als Gesprächspartner und als Vertragspartner. Und dafür sagen wir an dieser Stelle ganz herzlichen Dank und wünschen dir persönlich für deine weitere Zukunft in jeder Hinsicht alles Gute. Der Burkhard Lischka hat das ja auch erwähnt, indem er viele Punkte hier angesprochen hat, die wir in den letzten Jahren, schon in der letzten Periode, aber auch in dieser Periode gemeinsam erarbeitet haben. Und dem einen oder anderen wird es nicht entgangen sein, die Bertelsmann-Stiftung hat im Sommer, diesem ruhigen Sommer, eine Studie veröffentlicht über die Arbeit der Bundesregierung. Der ein oder andere von uns selbst hat sich darüber vielleicht auch gewundert, aber das Urteil fiel sogar ziemlich gut aus. Auch wenn wir uns selber nicht immer in hundertprozentigem Maß bemühen, die eigene Arbeit gut darzustellen, aber die Bertelsmann-Stiftung hat sie sehr positiv bewertet. Sie hat festgestellt, die Bundesregierung hat 61% ihrer Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt oder substanziell in Angriff genommen. So, und für unseren Geschäftsbereich, nämlich das BMI, gilt sogar noch Besseres. Das BMI, der Bereich Innen, Bau und Heimat, hat dabei am besten abgeschnitten. 71% der Projekte aus dem Koalitionsvertrag sind bereits umgesetzt oder substanziell in Angriff genommen. Ich glaube, das ist auch mal von ganz unten bescholtener Stelle ein wirkliches Lob, und darüber darf man sich auch mal freuen. Ich glaube, die Arbeit dieser Regierung ist gerade in unserem Bereich erfolgreich. Ich will jetzt die Punkte alle gar nicht im Einzelnen auflisten. Die niedrigste Kriminalitätsbelastung, eben noch ist gesagt worden, Herr Ruppert hat sich beschwert, er hört zu wenig von uns oder vom Minister. Frau Michalitsch hat sich aber beschwert darüber, wir hätten so riesige Migrationspakete gemacht, wo so viele Gesetze drin gewesen wären, dass man alle nicht hätte folgen können. Also eins kann nur stimmen. Entweder haben wir wirklich viel gemacht oder Sie haben zu wenig gehört. Wir müssen und das ist meine letzte Bemerkung, aber natürlich auch weiterblicken in die Zukunft. Und da sind zu Recht einige Punkte erwähnt worden. Im Bereich Migration ist noch einiges zu tun. Und im Bereich Kriminalität und Rechtsextremismus ist noch einiges zu tun. Da richtet sich dann aber auch gerade mein Blick hier an das linke Spektrum in diesem Haus, an die Linken und an die Grünen. Wenn ich das so verfolgt habe in den letzten anderthalb Jahren, haben Sie eigentlich bei jedem Gesetz, das wir hier zum Thema Migration, Steuerung der Migration, Steuerung beim Thema Asyl beschlossen haben, bei all diesen Gesetzen dagegen gestimmt. Bei ausnahmslos jedem dieser Gesetze. Und wir haben weitere Gesetze in der Pipeline, ich sage mal die sicheren Herkunftsstaaten Maghreb und Georgien. Auch das blockieren Sie im Bundesrat, obwohl fast 80% der Abgeordneten dieses Hauses dem zugestimmt haben. Und da sage ich nur, mit einer Politik, die am Ende so aussieht, jeder kann rein und jeder darf bleiben, und wir geben keine differenzierten Antworten. Und selbst wenn wir dann festgestellt haben, nach aufwendiger und sorgfältiger Prüfung, es gibt keinen Asylanspruch, dann muss auch zurückgeführt werden. Und dann erwarte ich auch von Ihnen im Haus, dass Sie an solchen Lösungen konstruktiv mitwirken. Und das muss in der Zukunft der Fall sein. Für den Rechtsterrorismus, der wirklich ein wichtiges Thema wäre, fehlt mir jetzt leider die Zeit. Die habe ich dir, lieber Burkhardt, gewidmet. Ich hoffe, das sieht das Haus mir nach, aber ich glaube, in diesem Fall war die Aufteilung angemessen, und demnächst werde ich mich dem Rechtsterrorismus, der es verdient hat, intensiver widmen. Danke. Markus Bühl, AfD.